In der heutigen Folge vermissen wir den Destillation Tower. Finden den neuen Destillation Tower und bauen die Pumpe um. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Saftech Edges. Ich bin der Onkel Poppy und ich halte ein Brötchen in der Hand, das ich natürlich äußerst verzerren möchte. So, Frosch im Hals, aber macht gar nichts, geht weiter. Ist ja auch ein bisschen Frosch im Hals Wetter gemacht, ne? So, pass auf, ich habe in der letzten Folge, haben wir ja diesen Destillation Tower gemacht. Der ist nämlich jetzt weg. Ja, weg. Mit CK, W-E-C-K. Ich habe den da hinten hingebaut und zwar aus dem folgenden Grund. Ich habe offscreen noch mal ein bisschen weitergesucht und bin tatsächlich fündig geworden und zwar genau hier. Ich habe ja Öl gesucht, eine neue Ölquelle im Endeffekt und habe noch mal ein bisschen bohren lassen, habe noch mal geschaut und getan und gemacht und das wollte ich jetzt nicht mit einer Aufnahme machen. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Schluck auf. Ich habe gerade was gegessen und ohne Witz, ich komme, also Ablauf, gearbeitet, nach Hause gekommen, der Frau Hallo gesagt, ein bisschen erzählt, was gegessen und jetzt nehme ich gerade auf. Und irgendwie ist mir das Essen nicht bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss andauernd aufstoßen. Also, sechs. Hallo? Ist hier jemand? Also, 6 Millionen Millibucket Öl war ja hier vorne gewesen, bei diesem Ding. So, und jetzt habe ich eine zweite gefunden mit 14 Millibucket Öl. Das heißt, wir haben sogar noch mal ein bisschen mehr über und könnten jetzt theoretisch, ebenso auch praktisch, dieses Ding hier abbauen und neu aufbauen. This is a plan I had. Plupp. So, und das werde ich jetzt einfach mal tun. Und werde dazu auch schön dieses Ore-Excavate machen. Okay, das haut nicht ganz hin. Schade auch. Nur bei Metallen oder was? Zumindest bei dieser Axt. Sehr schön. So, dann können wir nämlich das ganze Ding einmal verschieben. Und haben dann an der neuen Stelle die Daddy das. You need the excavate modifier on the enchantment tool. Okay, also mit der Axt haut das wohl nicht hin, keine Frage. Gut, dann werden wir diese Dinger nochmal abbauen. Habe ich hier keine Axt? Doch, ich habe eine Axt, sehr schön. Dann können wir die nämlich einmal abschrubben. Wupp, geht schneller damit. Mega cool. Und dann können wir nämlich das Zeug, geht das kaputt? Oder machen wir das leer auf dem Wege? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, macht mir aber auch im Moment erstmal so gar nichts aus. Dann können wir nämlich sagen, wir machen auf jeden Fall hier hinten das Dingenskirchens hin. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Oil Processing und dann machen wir den Pump Jack. So, Pump Jack geht erstmal hier auf, Herrn. Da ist nämlich noch der Destillation Tower drin. Jetzt machen wir einen Pumpcheck drauf auf den Projektor. Ist nämlich sehr cool. Dann können wir nämlich den Projektor nehmen. Und wir sagen, wir machen den Pumpcheck hier hin. Und den Pumpcheck. Ist halt die Frage, warum machen wir das? Machen wir den so rum? Dann können wir den immer schön beim Arbeiten zugucken. Ne? Arbeiten ist geil, wenn man zugucken kann. Ja, pass auf, dann setzen wir den auch so hin, ne? Das machen wir einfach mal. Materialien haben wir ja, weil haben wir ja gerade abgebaut. Ich finde das immer geil, wenn ich so die Sachen setzen möchte und dann geht das nicht, weil du baust den genau woanders hin. So, hier haben wir nämlich, wie gesagt, einmal das Doppelte von dem, was wir, ups, auf der anderen Stelle hatten. Was mich persönlich jetzt mal so ein bisschen anspricht, muss ich ja mal so sagen. Ich bin da auch dezent dankbar drüber, liebes Spiel, dass du mir dazu nach langer Suche doch gegeben hast. Muss ich ja echt mal so sagen. Also ich habe offscreen jetzt gefühlt, ja, ich sag mal so ganz salopp, eine Stunde tatsächlich gesucht. Ja, doch, das haut ungefähr hin. Doch, das haut ungefähr hin. Das kann man so sagen. Eine gute Stunde habe ich gesucht und bin dann irgendwann fündig geworden und habe gedacht, ach was, das musste gar nicht mal so weit laufen, nachdem ich in den Kommentaren gelesen habe, dass irgendwie auch ein
Ölvorkommen irgendwie 1000 Blöcke weit weg und sowas alles, habe ich dann gesagt, nee, da kann ich auch dankend drauf verzichten, oder? Also das brauche ich nicht unbedingt. Das muss ich nicht haben. Fertig. So, und dann klopfen wir mit der Hammer auf diesen Block. Hat er gesagt. Hat er so. Da drauf. So. Hat er so. So. Das habe ich nämlich noch im Hinterkopf, weil ich ja letztes Mal so schön blöd gesucht habe im Endeffekt. So, du kannst hier mal weg. Hallo. So, und wir könnten theoretisch gesehen, wollen wir da einen Tank zwischenbauen? Hier so ein, wie so ein Wassertank? Das wäre nämlich jetzt echt die Frage, oder? So einen Wassertank zwischensetzen? Also der dann das Öl quasi auffängt. Dann haben wir nämlich einmal den Bottich der Öl, dann haben wir, falls das mal nicht mehr läuft, hätten wir dann auf dem Wege ein Reservoir. Reservoir. Wollen wir das mal machen? Ein Reservoir. So, Fluid Reservoir, genau, das ist nämlich so ein Ding. Da kannst du nämlich, hier, gucke, da kannst du sogar schön Öl reinhauen. In Oil Reservoir. Is a type of fluid reservoir that can be found anywhere but in the Dimension 1. Okay. Achso, man kann das gar nicht bauen. Ich wollte eigentlich bauen. Konkret und Beratung Fluid Reservoir. Project Multi-Block Pump Jack Distillation Tower Portable Simply Machines Tools Power Wires Generators Oil Immersive Tech Boiler. Ne, der Boiler ist es nicht. Woanders? Konstruktion. Wo waren das gewesen? Metallbarrel. Ne, der auch nicht. Ein Tank. Ein Tank, sag das doch. Ein Tita-Tank. Dafür brauchen wir 4x Treated Wood Fence und 34x Iron Sheet Metal. Okay, Freunde, pass auf, das machen wir einfach mal. Wie gesagt, ich muss euch das nicht antun. Wir schnipsen das einfach mal her. Warte mal, geht das? Warte. Ne, nochmal, das war nicht richtig. Warte. So, da haben wir's. Und den setzen wir. Wo setzen wir denn hin? Wo setzen wir der Gerät hin? Machen wir das hier? So? Machen wir die nebeneinander? Weil dann würde ich, glaube ich, wirklich, da müsste ich zwar so wilde Verrohrungen bauen, aber das wäre ja egal, ne? Weil dann würde ich nämlich echt die Energieprozession hierhin versetzen. Hallo, fährt. Also auch da hinten die Solartower und so weiter, das würde ich glaube ich schon nach hier hinten machen. Dann können wir nämlich hier so einen kleinen Park bauen. Warte mal, dann würde ich in der Tat der Gerät hier hinbauen. Dann kann man nämlich da das Öl drin sammeln. Auch wenn es nicht allzu viel sein wird, aber das machen wir mal. Doch, das ist glaube ich keine verkehrte Idee. Doch, ich glaube, das ist ganz cool, weil dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Energiepark, wo wir dann nichts anderes machen, als unseren Strom generieren. Und vor allem, es ist weit, weit weg. Also falls mal irgendein GAU passiert oder sowas. Also nicht DAU, sondern GAU. Hä? Habe ich was verpasst? Die haben doch gesagt, 34 Stück, richtig? 34 Stück, habe ich echt ein weniger gemacht? Warte, jetzt muss ich ja nochmal gucken hier, komm mal her. 34 Stück. Ich habe 34 Stück in der Hand. Und dann gibt er mir echt an, ein zu wenig? Das heißt, wir brauchen dann also 35. Nochmal. Eins. Halt. Also 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33. Jetzt habe ich einen über? Willst du mich treuen spielen? Warum? Sorry, aber ich verstehe gerade die Frage nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Es tut mir echt leid, aber ich verstehe einfach die Frage nicht. Hä? Es tut mir echt leid, aber nee. So, warte mal. Wo war raus? Rot war raus, ne? Das heißt, die beiden hier auch? Guck mal, hier war raus. Bei beiden sozusagen. Okay, das ist schon mal nicht ganz uncool. Alter, kannst du hier mal weggehen? So, nicht mehr lange und dann werde ich die hier auch abfackeln. Abpflastern sozusagen. Warte mal, hier ist die Pumpe. Also ich hätte es ja schon gerne irgendwo so ein bisschen unterirdisch gebaut, ne? So, dass man das auch nicht gleich so sieht. Das würde ich ja schon gerne machen. So, hier geht's runter. Das gleiche müssen wir auch hier machen. Aber wir haben ja zwei. Genau. Wir haben ja zwei. Habe ich hier eine Schaufel? Alter, sag doch was. Ich habe da hier eine Schaufel, Mann. Da geht auch viel schneller. Hier. Okay. Ah, wir haben immer zu viel abgebaut. Einmal zu viel, bitte. Danke gerne. So, dann haben wir nämlich die Geschichte. So, dann haben wir hier noch so ein paar. Ne, wir haben nur einen. Lull. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal so ein paar Fluid Pipes bauen. Achso, warte, warte, warte. Warte. Mach nochmal kurz die Finger nass. Vielleicht geht's da. Nee, so nicht. So nicht, warte. Na, fast. Na, geht doch. Wer sagt's denn? Man muss nur einmal ordentlich schnipsen, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Können wir nämlich hier schon mal bauen. Das ist nämlich schon mal sehr cool. Hä? Achso, du. Ich wollte gerade sagen. Alter, ich dachte, was hast du jetzt ausgelöst? Ohne Witz. Wie es immer so ist, ne? Dezent chaotisch, aber planlos. So. So, dann können wir nämlich den hier einmal reinpflastern. Schon mal sehr schön. Dann hätten wir nämlich einmal die Versorgung. Wir können ja später noch, wir kriegen noch bestimmt Bitumen oder so einen Schund hier raus. Und da können wir später dann nochmal das hier schön pflastern. Da gibt es ja bestimmt auch schöne Straßenmöglichkeiten oder sowas. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, da müssten wir ja theoretisch gesehen, da geht's raus, ne? Das ist Ausgang und das ist Eingang, richtig? Das heißt, da müssten wir the same procedure hier auch machen. Dann brauche ich aber, glaube ich, noch ein bisschen von diesen Pipes. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich noch genug Metall habe dafür. Aber ich glaube, da kriegen wir hin. Da gibt es bestimmt ein kleineres Übel für, als die paar Dinger hier. So, pass auf. Ich behaupte jetzt mal, das ist Eingang. Oh, alle. Okay, ich habe es vorhergesehen. Pass auf, ich schnippe jetzt mal nicht, aber, oder? Soll ich es probieren? Warte, ich versuch's nochmal. Vielleicht klappt's ja. Keine Ahnung. Und. Okay, der war zwar lauter, aber das Spiel war dafür geiziger. Ich habe nur 16 Stück bekommen. Nicht so wie eben, ey. Geizhals. Ne? Ehrlich, ohne Witz. Könnte ruhig ein bisschen großzügiger sein, das Spiel, ne? Und mir so ein bisschen mehr geben. So. Also, wir haben jetzt. Das ist der Plan. Wir haben jetzt Pumpe. Behälter. Behälter. Destillation Tower. Und da kriegen wir jetzt was raus aus dem Destillation Tower? Warte. L. L wie Questbuch. So, so da kriegen wir Petroleum raus. So, Petroleum. Da müssten wir da theoretisch gesehen auch wieder einen Tank bauen.
Ich glaube, das mache ich auch. Dann machen wir hier Petroleum rein. Und dann kommt daneben der Dieselgenerator. Den würde ich dann tatsächlich hier hinsetzen, ne? Wollen wir das machen? Dann setzen wir hier einen Dieselgenerator hin. Und aus dem Dieselgenerator kriegst du dann wieder was? Da wirst du dann wahrscheinlich Gas bekommen, gehe ich von aus, ne? Further Processing Diesel in eine... Ach, wir brauchen noch einen zweiten Distillation Tower. Kreosene, Gasoline und Lubrikant. You need one bucket of each to complete the enrichment. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich dann hier nochmal einen zweiten Tower hinbauen. Okay, das werde ich aber offscreen machen, weil wie so ein Ding gebaut wird, haben wir ja gesehen, ne? Muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Von daher denke ich mal, sollte das in Ordnung sein, wenn ich das offscreen mache. Aber wir können ja schon mal vorbereiten. Das hält mir zumindest schon mal. Das ist schon mal sehr geil. Nein, wie cool. Doch, das ist schon mal nicht ganz uncool, Junge. Junge, doch, das ist schon sehr cool. Dann können wir hier schon langlaufen. Ja. So, dann machen wir noch einen zweiten Tower. Okay, das heißt, wir machen jetzt eine Folgenpause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst aber eine Bewertung da oder auch ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Part von Minecraft Safety Cages. In diesem Sinne, auch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssing. Hey, 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 hey.